Ja, müssen wir ausmachen. Willkommen zur Vorbesprechung unseres Spiels von Samstag. Kommender Samstag, 18:30 Uhr, Topspiel bei Sky im Olympiastadion. Spielen wir gegen Eintracht Frankfurt. Zuschauererwartung ist rund 45.000 momentan. Und ansonsten kann ich noch sagen zum Personal. Derek Lukasen wird der ein oder andere vielleicht vermisst haben heute. Ja, der hat eine Sprunggelenksproblematik. Da sind wir noch beim Abklären, ob er dann einsatzfähig ist oder nicht. Soweit erstmal das Personal vorab. Und jetzt zu euren Fragen. Wer startet? Jakob. Ja, Max hat es gerade angesprochen, ein Topspiel am Samstagabend. Fühlt sich das für dich auch so an wie ein Topspiel, Hertha gegen Frankfurt? Ja, wenn ich ehrlich bin, für uns ist es alles, für uns ist immer schwierige und harte Spiele gibt für uns. Und wenn wir das so sehen, wie die Saison verlaufen bis jetzt, ja, der Eintracht ist ein riesen Favorit in dieses Spiel. So Überraschungsmannschaft diese Saison. Wir haben einen richtig guten Spieler vorne, gute Mannschaft, aber trotzdem, ich glaube, wir sind heimstark gewesen. Wir zeigen jetzt einen Steiger. Und also wenn wir das so sehen, von dem Loch rauszukommen, wir haben gegen Hoffenheim guter Spiel gemacht haben und auch jetzt sehr kontrolliert und sehr verdiente Sieg auswärts war. Jetzt müssen wir uns zeigen, für uns, ja, auch für unsere Fans, dass wir oben mitspielen wollen. Dafür brauchst du die Sieg, aber trotzdem nicht mit volles Risiko oder Harakiri-Fußball und zeigen offensiv und Hurra, weil die sind schon gefährlich. Ja? Die haben sehr gute, sehr schnelle Angreifer, haben wir Respekt, aber Angst nicht. Sebastian. Davy durfte im letzten Spiel von Anfang an beginnen, zum ersten Mal in dieser Saison. Hat dich die Variante überzeugt oder ja, wie sieht die Überlegung hinsichtlich jetzt Frankfurt aus? Anderes Spiel, anderer Gegner zu Hause? Ja, also die Frage ist jetzt, am Wochenende die Anlaufverhalten. Das liegt nicht daran, ob wir 4-4-2 spielen oder mit Nummer 10 spielen und dann hast du nur eine Spitze vorne. Also ein Anlaufverhalten, ein Zone, ja, wo wir schon klar sind und wissen, was wir machen wollen. Dafür kann sein, dass von den drei Spielern, du da, Devi und Vedat, nur zwei spielt, das ist klar. Und wer hundertprozentig die Ausstellung für die Top spielt, das kann ich nur bei Spaziergang um 10 Uhr bei Zoo, ja, sagen zu euch. Wenn jemand mich anruft, dann kann ich das sagen, weil so lange lasse ich das offen. Mach das Telefon aus, bitte. Nee, mach ich an. Ja. Christoph. Paul, du hast gerade die Frankfurter Offensive schon angesprochen, die gut ist in diesem Jahr. Ihr habt auch allerdings einen Stürmer mit Vedat Ibisevic, der weiterhin verlässlich trifft in dieser Saison. Vielleicht kannst du kurz ausführen, wie du ihn siehst in dieser Saison und welche Rolle er für die Mannschaft spielt. Ja, ich glaube, die Vedat erstmal damals, wo habe ich ihn als Kapitän gewählt, dass es nicht umsonst war, sondern er hat eine Körpersprache, mit dem kannst du zu dem Krieg hingehen, ja, er steht vorne dabei und komm Jungs, mach mit. Da Salomon hat auch ähnliche Aufgabe, Vorbildfunktion, die beide macht das sehr gut und wer da trifft noch dazu und auch mit die Laufbereitschaft ist alles gut und wenn 80 Minuten 80, wenn 70 70, gibt alles, wenn 90, gibt auch schon Momente, dann 90. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und brauchen wir auch als Typ und auch als Spieler. Und trotzdem, er gewinnt nicht alleine ein Spiel, sondern die Mannschaft. Und umgekehrt, er braucht auch eine gute Mannschaft hinter ihm. Und was für mich ist wichtig, dass mit Devi haben sie auch gut funktioniert die letzte Woche. Und das war nicht beleidigend, aber das war Hannover. Jetzt hast du eine richtige Top-Mannschaft hier. Ja, kann sein, dass wir wieder versuchen mit den beiden, weil ich möchte das auch gerne sehen, ob das genauso funktioniert und warum nicht. Sebastian, dann kommen wir zu den Gästen. André hatte nach seinem rasanten Start in die Saison mit den vielen Toren jetzt zuletzt nicht mehr so häufig auf sich aufmerksam machen können. War auch viel bei der Nationalmannschaft, also war immer weg. Hast du das Gefühl bei ihm, dass er jetzt ein bisschen zu diesem späten Zeitpunkt der Hinrunde ein bisschen müde geworden ist? Also dass diese Pause jetzt vielleicht auch physische Gründe hat? Ich glaube, die André Duda hat auch während der Vorbereitung, damit ich ihn aufbaue, habe ich nie einmal ausgewechselt, hat alles durchgespielt und kann sein,
die Gegner her, ist noch mehr Aufmerksamkeit kriegt da. Da ist du da. Aber trotzdem, ich glaube, das war mehr von Körper her, mehr von mental her, dieser kleine Loch, weil jetzt die Trainingswoche, diese Woche, wenn wir das nochmal bewerten, oder ihr habt auch gesehen, da macht er wieder sehr viele gute Sachen, so Vorlage, Tore, gute Körpersprache hat er, und bin ich mit ihm sehr zuverlässig und sehr positiv. Also ich glaube, das war mehr von einfach so einer körperlichen Loch, denke ich. Ja, und es kommt. Er wird genauso gut spielen. Natürlich, dann gibt es Momente, ja, taktisch, wie wir das machen, was wir machen. Es gibt Spiele, wo wir Position spielen und Ballbesitz spielen und wollen wir so Torschancen. Dann gibt es Spiele, wo man ja Umschaltspiel, Kontern, zweite Bälle. Da muss ich schon Entscheidungen treffen immer. Paul, habt ihr als Trainerteam auch nochmal angesprochen, dass man tatsächlich von der ersten Sekunde auch wirklich auf dem Platz sein muss und konzentriert agieren muss, nicht so wie gegen Hoffenheim, dass man sich da überraschen lässt, gerade auch gegen Frankfurt? Also, wenn würdest du die sogenannte Spielersitzung oder die Vorbereitung sehen, ja, wo wir da sind, also 90%, sagen wir mal, erste 10, 15 Minuten richtig nach vorne verteidigt, die drauf zu gehen, und dafür gegen Leipzig war schon nach 1,5 Minuten die Tor, und so ist Fußball, ja. Ich kann noch sagen, damals bei Hübstevens, Schalke war hier, wir haben richtig nach vorne verteidigt, und ich glaube, dritte Minute, Benza geht durch, macht die Tor, zum Schluss haben wir trotzdem gewonnen, ich glaube 3-1, 4-1 sogar, und so ist Fußball, kann solche Dinge passieren, du musst konsequent sein, Schlüssel zu ziehen. Nächstes Mal darf nicht passieren, und deswegen bin ich froh. In Hannover hat auch das Spiel gut angefangen. Wir sind dominant gewesen. Wir haben gut umgegangen mit der Anfangsphase, und ich kann nicht alles erzählen zu euch, ja. Und das Spiel kommt anderes vor. Noch eine Schlüsselfrage. Gut. Gibt's noch Bedarf? Jakob nochmal. Max, ganz kurz noch eine Frage an dich. Könntest du uns vielleicht mal ein kurzes Update geben, was die Aufarbeitung der Vorfälle von Dortmund angeht und vielleicht auch, wie der Stand ist bei den Gesprächen zwischen der Fanszene und dem Vereinsvorstand? Beides dauert an. Also die Aufarbeitung dauert an, und der gestartete Dialog wird fortgesetzt. Gut, vielen Dank.